Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es eine neue Folge von Reiterferien auf dem Grünwaldhof. Und ich möchte mich dafür nochmal entschuldigen, dass die letzte Folge ein bisschen kürzer war und auch, wie ich finde, ein bisschen langweilig war. Ich versuche das in der heutigen Folge ein wenig zu ändern und auch für die siebte Folge. Also es sind ja jetzt nur noch zwei Folgen übrig. Und ich gucke einfach mal, dass da noch ein bisschen Spannung aufkommt. Und ja, dass es nicht allzu langweilig wird, weil ich habe selber gemerkt, dass es ein bisschen langweilig geworden ist. Und dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Let's go! Okay, gut, alle schlafen noch. Da kann ich ja jetzt zum Stall runtergehen. Ich muss echt aufpassen, dass mich keiner hört, sonst fliegt das Ganze auf und das will ich nicht. Je früher man mit dem Trainieren anfängt, desto besser. Ich schwöre euch, Mädels, ich werde es euch allen zeigen. An dem Turnier werde ich ganz sicherlich ganz vorne mitspielen, das garantiere ich euch. Einen Tag zuvor. Wir werden am letzten Tag ein kleines Turnier veranstalten. Morgen werden wir ein bisschen üben, über kleine Hindernisse zu springen. Es wird auch Bestandteil des Turniers sein. Oh mein Gott, ein Turnier? Cool! Oh Laura, du wirst garantiert Letzte. Ja, ist so, so schlecht, wie die reitet. Ich stehe genau neben euch, ich höre, was ihr sagt. Das ist uns klar und deswegen sagen wir es ja auch. Ganz ehrlich, jeder muss wissen, wenn er schlecht ist und deswegen sagen wir es dir, du bist schlecht. Oh, ich werd's euch allen zeigen. So, jetzt habe ich mir so einen Sprung aufgebaut. Das Ganze kann ja nicht so schwer sein, jetzt muss ich mich um das Pferd kümmern. Soll ich dich nehmen, Rudi? Nein, du kannst bestimmt nicht gut springen. Ich suche mein anderes Pferd. Egal was für eins. Ich guck mal, die haben genug. Nee, du bist zu klein. Du gefällst mir nicht. Oh hey, du siehst ja aus wie ein Springpferd. Dich nehme ich. Weißt du was, ich richte dich einfach hier in der Box. Ich muss jetzt nicht unnötig Zeit mit Putzen verschwenden. Du siehst schon relativ sauber aus. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das dein ganzes Zeug ist, aber ich habe jetzt mal irgendwas genommen, wo ich gedacht habe, dass es dir passt. Und es sieht ja eigentlich ganz gut aus. So falsch kann das Ganze gar nicht sein. Okay, komm, lass uns auf den Platz gehen. Ach, warte mal, ich weiß deinen Namen gar nicht. Weißt du was? Ich nenne dich einfach Sir Blackie. Genau, das passt. Okay, Sir Blackie, los geht's. Lauf vorwärts. Hallo. Ah, siehst du, geht doch. Ich habe echt keine Ahnung vom Springen. Ich versuche es einfach mal im Schritt. Das funktioniert bestimmt auch gut. Okay, so war das jetzt nicht gedacht. Dann probieren wir es halt im Trab. Hey, du trabst ja super an. Ich fühle mich gerade richtig professionell. Oh, Mist. Naja, egal, aber jetzt schaffen wir es garantiert. Komm. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wie cool. So, und dann mal im Galopp. Wow. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Egal, wir machen das nochmal. Mist. So, aber jetzt komm schon. Ja, endlich. So, dann legen wir die Stange mal höher. Ach was, wir machen es gleich aufs Maximum. Einfach ganz hoch. So, das werden wir jetzt schaffen. Garantiert. Aua. So, dann gehe ich mal die Ferienkinder aufwecken. Hä, was war denn das für ein Geräusch? Das kam vom Reitplatz. Sir Blackie, geht's dir gut? Hast du dir irgendwie was verletzt oder bist du verletzt? Hast dir was wehgetan? Oh mein Gott, was habe ich nur getan? Was ist, wenn du jetzt irgendwas gebrochen hast? Dann bin ich schuld. Laura, was hast du denn auf dem Reitplatz zu suchen? Und dann noch mit Nero. Nero ist ein Privatpferd. Was hast du da zu suchen? Und warum ist dein Sprung aufgestellt? Was hast du gemacht? Und warum war das ein lautes Geräusch? Was ist hier los? Erzähl mir's bitte. Ich wollte nur trainieren. Alles gut. Wir sind gerade nur über das Hindernis geflogen. Wir lagen beide im Dreck, aber sonst geht's uns gut. Wie, ihr lagt beide im Dreck? Er ist aber nicht verletzt, oder? Nein, ich denke nicht. Alles gut. Also Laura, solche Aktionen gehen gar nicht. Ich dachte, du hast dich gebessert.
Auf jeden Fall bringe ich den Nero jetzt wieder zurück in seine Box und dann sprechen wir beide mal Klartext. Laura, sowas ist wirklich strengstens verboten und du hast dich hier wirklich strafbar gemacht. Aber ich wollte doch nur trainieren. Die anderen Mädels haben gestern zu mir gesagt, dass ich eh Letzte werde und total versagen werde. Und dann habe ich mir gedacht, dann zeige ich's denen halt. Ich bin nicht so eine schlechte Reiterin. Ja toll, aber das hättest du mir sagen sollen. Da hätten wir bestimmt eine Lösung gefunden. Aber sowas geht überhaupt nicht. Du hast einfach ein Privatpferd aus seiner Box geholt und bist mit denen auf den Platz gegangen, um zu springen. Erstens, du kannst gar nicht springen. Du hast das noch nie gemacht und ja klar, irgendwie hast du es hingekriegt, aber du hast überhaupt keine Springerfahrung. Und zweitens, ein Privatpferd aus einer Box holen, geht's noch? Wenn du mich gefragt hättest, dann hätten wir ein bisschen üben können, vielleicht mit Rudi, aber nicht mit Nero, ein Privatpferd. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich hätte über meine Aktion besser nachdenken sollen. Es war voll der Fehler. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, war das mega dumm von mir. Es tut mir leid, Leonie. Es tut mir so verdammt leid. Und ich hoffe wirklich nicht, dass Nero irgendwie verletzt ist. Das könnte ich mir nie verzeihen. Naja, Laura, aber Strafe muss sein. Du wirst morgen nicht an dem Turnier teilnehmen dürfen. Was? Nein! Doch, Laura. Und während die anderen dann das Turnier haben, dann kannst du die Box zum Beispiel von Nero ausmisten oder von Rudi. Oder von beiden, je nachdem, wie lange das Turnier geht und wie lange du brauchst. Und morgen kommt die Besitzerin von Nero. Und bei der entschuldigst du dich bitte auch. Okay, alles klar. Und heute beim Training wirst du auf jeden Fall nicht springen. Du darfst höchstens Schritt und Trab reiten. Und das war's. Naja, egal, ich habe mich jetzt genug mit dir herumgeärgert. Ich hole jetzt die anderen Mädchen. Wir fangen heute Morgen mit dem Training an. Und zwar gemeinsam und nicht einfach so alleine. Oh Mann, was habe ich nur getan? Ach, könnte ich das Ganze doch wieder rückgängig machen. Guten Morgen, Mädels. Heute geht es los mit dem Training. Und ihr wisst ja, morgen ist das kleine Turnier. Und da werden wir uns heute vorbereiten dafür. Das habe ich ja gestern auch schon angesprochen. Ihr alle werdet an dem Turnier teilnehmen, außer Laura, die sich heute mal wieder total daneben benommen hat. Oh, arme Laura. Ich hätte dich so gerne verlieren gesehen. Ach, sei still, Lissy. Hey, Lissy, bitte lass die Laura in Ruhe. Die hat ihren Fehler eingesehen und ihre Strafe hat sie dafür ja auch schon bekommen. Also ist gut. Lass es einfach gut sein. Und das gilt auch für die anderen. Hört bitte auf, Laura zu ärgern. Ja, okay, Entschuldigung, Laura. Sophie, ich habe gerade so ein Gespräch mitbekommen zwischen Leonie und Zoe. Ich weiß, warum Laura nicht an dem Turnier teilnehmen darf. Soll ich dir erzählen? Oh mein Gott, ja, erzähl, ich will wissen, was dieses Mädchen schon wieder angestellt hat. Also, diese Laura hat heute Morgen einfach ein Privatpferd aus seiner Box genommen, ist dann mit dem Privatpferd auf den Platz gegangen und hat versucht zu springen, obwohl sie es ja gar nicht kann, weil sie keine Springerfahrung hat. Und dann sind die beiden halt hingeflogen, also mit Pferd über die ganze Stange und ja, Gott sei Dank hat sich der Nero nicht verletzt, sonst wäre die jetzt ganz schön im Müll. Diese Laura hätte sonst die größten Probleme, ich hätte es ihr gegönnt, aber Nero nicht. Auf jeden Fall ist es so verdient, dass sie einfach nicht teilnehmen darf am Turnier. Ich meine, wie kann man nur so doof sein? Oh mein Gott, wie kommt man denn auf so eine Idee? Und warum hat sie nicht Rudi genommen? Keine Ahnung, frag mich was Leichteres. Aber ganz ehrlich, so eine Aktion hätte ich nicht mal unserem Spezialfall Laura zugetraut. Also wirklich nicht. So, ich habe jetzt einen kleinen Sprung aufgebaut und Mädels, höher als das werden wir auf keinen Fall springen. Und wenn irgendjemand von euch das nicht machen möchte, kann es mir gerne sagen, denn niemand wird hier gezwungen, irgendwas zu machen, vor dem er Angst hat oder sowas. Aber bevor es dann mit dem Springen so richtig losgeht, werden euch Zoe und Alina noch ganz wichtige Grundlagen sagen, damit das Ganze auch möglichst gut wird und ihr weder euch noch dem Pferd schadet. Okay, also am wichtigsten ist... Can't get it off of you. Can't get it off of you.
So, ihr Lieben, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like und ein kostenloses Abo freuen. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss und habt noch einen wunderschönen Tag.